Du interessierst dich für Investments, genauer Immobilieninvestments in den USA? Mein Name ist Lukas, ich bin hier an der Ostküste seit mehreren Jahren als Unternehmensberater, Business Angel und Immobilieninvestor tätig. Und in diesem Video zeige ich dir, wie man hier Deals finden kann, welche Kanäle es gibt, wie man sie auch bekommt, diese Deals, und wie man sie später entwickelt. Let's get into it! Episode 8. Wie eingangs erwähnt, in dieser Episode geht es darum, gute Deals zu finden. Und das ist wie in Europa auch auf überwiegend zwei Wegen möglich. Und zwar der erste ist ein gutes Netzwerk. Das heißt, man kennt jemanden, der verkaufen will, man kennt jemanden, der einen kennt, der verkaufen will und einem das mitteilt. Oder auch sogenannte Pocket Listings. Also Pocket Listings sind Ausschreibungen oder Annoncen oder Hausverkaufsanzeigen, Objekte in der Pocket von Realtors, also in der Hosentasche von Maklern. Das heißt, kann man gut mit einem Makler, kann es auch gern sein, dass man an solche Pocket Listings rankommt, bevor sie auf den Markt kommen. Also der Makler ruft erstmal seine Buddies an und sagt, ich habe da Objekte, das sind die sogenannten Pocket Listings. Und der zweite Hauptpunkt sind ganz klar die öffentlichen Portale. Welche öffentlichen Portale es gibt, habe ich auch in Episode 3 schon mal erwähnt, das verlinke ich hier oben. Und da könnt ihr euch das nochmal anschauen, aber gehen wir die einzelnen Portale nochmal im Gesamten durch und schauen uns die jetzt hier an. An erster Stelle wäre hier das MLS, also das Multiple Listing Service System zu erwähnen, also dieses interne Maklerportal. In diesem Portal stellen Makler für Makler in erster Linie ihre Objekte ein und diese Objekte erreichen dann auch später den öffentlichen Markt, also wird auf andere öffentliche Portale repliziert. Aber wie gesagt, in der ersten Instanz, die ersten paar Tage oder auch Wochen, je nachdem, das kann der Makler einstellen, bleiben diese Objekte innerhalb dieser Maklergilde. Das heißt, Makler greift auf Sachen vom Makler zu und der Privatmann hat darauf keinen Zugriff. Für Endkunden gibt es verschiedene öffentliche Portale. Dazu zählen unter anderem Redfin.com, Zillow.com, Trulia.com oder ganz schlicht auch Craigslist.com. Faktisch das größte schwarze Brett im Internet. Und da findet man sogar auch Immobiliendeals. Schauen wir uns aber eins der öffentlichen Portale, in dem Fall Trulia, mal genauer an und schauen uns, welche Informationen wir da allein von der Webseite finden. Und dann kann das jemand mal mit europäischen oder deutschen Portalen vergleichen und gucken, ob man da auch diese Fülle an Informationen erhält als Käufer. Auf geht's. Die Adresse hier ist Trulia.com. Die Links zu all diesen Portalen, die habe ich unten unter das Video in der Beschreibung verlinkt. Schauen wir uns das Ganze an einem Beispiel an und gucken uns ein Haus zum Beispiel in Drexel Hill einfach mal an. Drexel Hill war auch schon der Ort in den vorhergehenden Videos. Und dann sehen wir hier die Umrandung von dieser Gemeinde Drexel Hill. Drexel Hill, wie schon eingangs erwähnt, ist ein Vorort von Philadelphia. Da haben wir Philadelphia. Und wenn wir noch ein bisschen weiter rauszoomen, sehen wir, hier ist New York. Und Washington und Baltimore und Philadelphia ist genau dazwischen. Also die sechstgrößte Stadt der USA. Und dann schauen wir uns hier einfach mal ein Beispielhaus an, damit ihr seht, welche Informationen hier bei den Portalen öffentlich sind. Und dann könnt ihr auch mal mit ImmoScout und Co. in Europa oder Deutschland vergleichen, ob ihr da auch diese Informationsfülle habt. Nehmen wir gleich das erste Haus hier oben links. Der erste krasse Unterschied zu jedem Inserat oder jedem qualifizierten Inserat, was ich auf ImmoScout und wie sie alle heißen gefunden habe, man hat hier eine Adresse und diese Adresse ist öffentlich. Ganz klar, ich will eine Immobilie kaufen und ich will wissen, wo sie steht, weil sie ist ja immobil. Logisch. Also interessiert mich die Adresse. Und hier muss ich nicht erst den Makler anrufen, um rauszufinden, um welches Objekt es sich handelt, um das Exposé im Detail zu kriegen oder was auch immer. Also hier sehe ich, wovon wir reden. Ich sehe auch hier gleich den Preis. Wir haben hier drei Bedrooms. Also wie gesagt, in den USA werden Häuser und Wohnungen mit der Anzahl der Bedrooms gemessen. In dem Fall drei Schlafzimmer, drei Bäder und das Ganze nur auf 1296 Square Feet. Ist ein bisschen zusammengepresst, aber glaube ich, das wird schon passen. Hier sehen wir das Haus, Backstein, Doppelhaushälfte. Die Fotos sind okay, also sieht super aus, super gepflegt. Da hat jemand sehr schöne Fotos gemacht und wie das ausschaut, ist dieses Haus auch, glaube ich, gestaged. Also das ist eine Annonce mit einem Makler. Gut, aber die Fotos brauchen wir jetzt nicht durchgehen. Schauen wir uns an, was wir hier alles noch haben, welche Informationen wir hier mitnehmen können. Nachdem wir hier oben die Adresse gesehen haben, wichtig, Adresse, haben wir diese Local Information. Also das ist mit einer der Punkte, die hier am spannendsten sind. Gehen wir einfach drauf. Die Map View brauchen wir nicht. Street View, okay, klar, hier ist alles mit Google Street View. Können wir uns auch anschauen. Können wir uns die Gegend anschauen. Wo ist das hier? Wie sieht die Nachbarschaft aus?
Sieht eigentlich nett aus, gepflegte Vorgärten, das ist schon mal eine Ansage, das sagt was über die Nachbarschaft aus. Sieht alles gut aus, also die Street View sieht man. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt, als Investor bzw. als privater Käufer ist die Schule wichtig. Und das sehen wir jetzt hier. Hier haben wir Drexel Hill als Gemeinde und hier haben wir den Schulbezirk, der zu diesem Haus gehört. Und hier haben wir auch gleich eine Bewertung, also eine Bewertung, wie gut ist die Schule. 4 von 10, 3 von 10 hier für die Middle School, man sieht die Anzahl der Studenten, wie weit ist das weg. Es ist kein guter Schulbezirk, das muss man sagen. Die Schulen werden über die Steuern der Immobilienbesitzer mitfinanziert. Das heißt, jeder Immobilienbesitzer zahlt pro Jahr einen Betrag, gemessen an Anzahl der Schlafzimmer, Badezimmer, Lage, Größe und so weiter und so fort. Also das Tax Assessment ist die Grundlage und auf dieser Grundlage wird der Schulbezirk unter anderem durch die Steuern der Immobilienbesitzer jedes Jahr mitfinanziert. Das heißt, wenn man sein Haus abbezahlt hat, hat man trotzdem noch jeden Monat oder jedes Jahr diese Steuern zu zahlen. Das sind die Crime Rates. Also das ist, wie hoch ist die Kriminalität in diesem Schulbezirk oder in dieser Gemeinde. Die Polizei wird durch die Steuern finanziert, also sind es öffentliche Informationen. Also kann jeder diese öffentlichen Informationen einsehen. Ich möchte wissen, was passiert wann, wo, wie in meinem Umfeld oder wo ich hinziehen werde oder wo ich investiere. Und das sind genau die Daten dazu. Also hier sieht man, in Drexel Hill ist nicht viel los. Da gibt es ein paar Sachen wie zum Beispiel Auto gestohlen, aus dem Auto mal was rausgestohlen, Identity Theft, Autodiebstahl an sich, Ladendiebstahl und so weiter und so fort. Das heißt, man kann immer sehen, was passiert in der Gegend. Das ist ja Public, Public Records, das sind öffentliche Informationen. Und warum sage ich, dass diese Gegend gut aussieht? Ich fahre einfach mal Richtung Philadelphia hier mit der Maus. Und dann sind wir hier in West Philadelphia. Da sieht das Ganze schon spannender aus. Also da ist es eine Herausforderung. Partner von mir, die investieren auch in dieser Gegend. Wir haben es erstmal nicht vor und bleiben auch aus Philadelphia raus, weil wenn man die Stadtgrenze überschreitet, sind andere Steuern, andere Regularien, Gesetze für uns erstmal nichts, aber nutzt, um den Eindruck zu bekommen, das ist West Philadelphia. Je dunkler, desto nicht gut. Und das wäre jetzt hier Drexel Hill. Und das sieht doch schon besser aus. Die Schulen sind wichtig, weil gute Schulen zieht Familien an, die das mieten möchten. Und niedrige Kriminalitätsrate ist natürlich auch wichtig. Gut, zurück zum Haus. Was gibt es da noch zu sehen? Die Details zum Haus, also das sind auch alles öffentliche Informationen. Also wir sehen hier zum Beispiel Forced Air und es wird mit Gas erhitzt. Baujahr 1960, 2 Etagen, 6 Räume insgesamt. Und das Haus hat auch noch eine AC, also eine Klimaanlage. Und summa summarum wären das in diesem Fall $166 pro Square Foot. Ist jetzt aus meiner Sicht ein bisschen viel, aber ich würde es auch gerade nicht kaufen wollen. Das ist nicht aktuell interessant. Hier wären noch die öffentlichen Informationen, die interessant sind, weil hier sehen wir nämlich die vergangenen Kaufpreise. Was man bei vielen oder was man, glaube ich, in Europa oder in Deutschland, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, was man, glaube ich, gar nicht rauskriegt, ohne beim Katasteramt oder wem auch immer direkt eine Anfrage zu stellen. Zu welchem Preis wurde das Haus denn vorher verkauft? Oder wie oft war es denn schon online? Haben die ein Problem, das Haus loszukriegen? Und das sind Informationen, die einem bei der Verhandlung hier natürlich ganz stark helfen. Wir sehen hier ein Beispiel. 2016 im Juni haben sie das Haus schon mal gelistet gehabt und dann haben sie das Haus im Juli, Anfang Juli, delistet. Also haben es einfach wieder runtergenommen. Und das kann 2 Ursachen haben. Entweder haben sie keine spannenden Angebote bekommen oder die sind durchgefallen, die Angebote. Das heißt, die Kreditanfragen sind durchgefallen, was auch immer. Auf jeden Fall haben sie es nicht verkaufen können bis Mitte September 2016. Und da haben sie es für 145.900 verkaufen können. Und diese Informationen, ganz klar, wie schon erwähnt, die helfen beim Verhandeln mit dem Verkäufer. Hier haben wir dann noch den aktuellen Verkaufspreis, 215.000. Und das ist seit 1.11.2020 drin. Jetzt kann man hingehen und sagen, okay, die letzten 4 Jahre, er möchte 50.000 Wertsteigerungen haben. Ist das realistisch? Sehe ich das im Haus? Hat er irgendwas renoviert? Danach kann man gehen und das hilft einem halt, dann in die Verhandlung einzusteigen. Die Preisverhandlungen hier laufen meistens über die sogenannten Comps, also die Comparables. Das sind Häuser in derselben Straße, in derselben Größe, selbe Anzahl Schlafzimmer. Und diese Hausverkäufe der letzten Wochen, Monate, teilweise auch Jahre, wenn es keine gab, das ist immer das Level, auf dem man sich mit dem Verkaufspreis bewegt. Und das hilft bei der Einschätzung, ob dieser Preis realistisch ist oder nicht. Hier können wir nochmal schauen, wie hoch die Steuerbewertung ist. Wie ich schon erwähnt habe, der Schulbezirk wird von den Steuern finanziert, auch die Polizei. Und da sieht man, dass $5.914 pro Jahr für dieses Haus fällig sind. Das heißt, auch wenn ich es abbezahlt habe, diese $5.914 habe ich als Eigentümer oder als Investor, wenn das mein Mietobjekt ist, jedes Jahr abzuführen.
Auch wichtig hier ist eine Einschätzung. Wie ich schon erwähnt habe, 166 war der Preis pro Squarefoot, den der Verkäufer haben möchte. Und in dem Fall sagt Trulia im Vergleich mit Häusern in dieser Größe, bei dieser Square Footage, also mit dieser, ja genau, Größe, da ist das ein bisschen viel und da sind sie 20% über dem Markt. Der Markt sagt aktuell, dass das 138 pro Squarefoot wären. Und ganz klar 4% über dem Gesamtpreis. Also in der Gegend verkaufen die Häuser so circa 207.000 und die wollen 215.000 haben, also sind sie 4% über dem Durchschnitt. Aber das ist nur so ein Indikator. Die richtigen Zahlen werden auf Grundlage der Comparables, also der vergleichbaren Objekte, gebildet. Hier unten kann man auch noch seine Kreditvoranfrage eintragen. Das ist der Preis, das ist der Downpayment, das ist der Zins. Zum Thema Downpayment steht hier schon per Default, also vorbelegt, 20% drin. Das ist so das normale Downpayment. Aber hier möchte ich gar nicht ins Detail gehen. Das ist ein komplexeres Thema und das würde ich dann in einem separaten Video abhandeln, weil Downpayment und wie viel Geld muss ich mitbringen, das ist hier ein spannendes Thema, denn 100 oder 110% Finanzierung gibt es hier nicht. Das wird nicht passieren. Also, fassen wir nochmal zusammen. Wir haben jede Menge öffentliche Informationen. Diese Zahlen, diese Fakten möchte ich wissen, die muss ich wissen. Vergleicht einfach mal, wenn ihr ein ähnliches Angebot in Europa, in Deutschland, Österreich, Schweiz, wenn ihr eure Listings anschaut, ob ihr auch dieses Maß an öffentlichen Informationen sehen könnt und welchen Aufwand es bedeutet, bis ihr die zusammengetragen habt und euch so ein Bild von dem Objekt machen könnt. Sucht man nur Geschäftshäuser, dann gibt es hingegen wieder andere Portale. Und in dem Fall wäre loopnet.com zu erwähnen. Dort findet man verschiedene Deals, wie zum Beispiel ganze Apartmentkomplexe, Tankstellen, Gewerbeimmobilien, was auch immer. Aber zu dem Portal noch eine kleine Anmerkung. Alles, was sich wirklich nicht verkauft, landet in diesem Portal. Ich will nicht sagen, das ist eine Resterampe, aber wenn ein Objekt zum Verkauf angeboten wird und kein Makler mit einem Pocket-Listing, wie eingangs erwähnt, Kunden findet, über die normalen öffentlichen Portale im MLS, wo auch immer, sich keine Käufer finden, dann kann man schon sagen, es endet auf Loopnet. Aber spannende Objekte, schaut einfach mal rein, sucht euch eine Gegend aus und guckt mal, was eine Tankstelle kostet zum Beispiel. Ein weiteres spannendes Feld, um Objekte zu finden, sind Zwangsversteigerungen. Ja, auch diese sind hier online und offen einsehbar und man kann mitbieten, man kann seine Kreditkarte hinterlegen, was auch immer und sich quasi ein Haus kaufen. Wer macht solche Zwangsversteigerungen? In dem Fall wären es zum Beispiel Banken, also Bank-Owned Real Estate, Zwischenhändler, die das der Bank abgekauft haben und wiederverkaufen wollen oder sogar die Steuerbehörden oder die Stadtverwaltung oder die County-Verwaltung. Die stellen ihre Objekte in sogenannten Sheriff-Sales online. Da kann man in manchen Counties kann man mitbieten online, in manchen kriegt man nur die Liste online, man sieht, welches Objekt, um welches Objekt handelt es sich, was ist der Preis, was ist die Adresse, ganz klar, ist ja wichtig. Und dann kann man sehen, wann die nächste Zwangsversteigerung ist und dann kann man da hingehen und mit einem Handgeld, so heißt das in Europa zumindest, Handgeld bezahlen und einfach das Kärtchen heben und mitbieten. Geht aber auch online. Und hier werden zu nennen auction.com oder habsu.com. Die Links zu all diesen Portalen unter das Video, da einfach mal nachschauen und euch auf den Portalen umgucken. Das ist auf jeden Fall spannend. Und wenn ihr mal wissen wollt, was bei einem Sheriff Sale so abgeht, beziehungsweise was es da für Objekte gibt, wie sowas abgeht, sucht einfach mal euch ein County aus, beispielsweise Philadelphia oder andere Counties, und sucht dort nach Sheriff Sale und guckt, wann die Zwangsversteigerungen sind. Und im Vorab gibt es in den meisten Fällen mindestens Listen, welche Objekte da zur Zwangsversteigerung kommen. Und die kann man dann auch in den anderen Portalen, in den öffentlichen Portalen zum Beispiel, einfach mal nachschauen. Ihr seht, es gibt unzählige Portale und Wege, wie man Listings finden kann. Wie haben wir bisher Listings gefunden oder wie haben wir unsere Objekte bisher gefunden? Einerseits, wir haben einen Account zum MLS. Das heißt, über einen Makler, der uns das zur Verfügung stellt, können wir auch direkt im MLS nachgucken, was mit den Objekten los ist. Oder wir haben die Zugänge zu den normalen Portalen. Da hat man natürlich auch einen Account. Könnt ihr euch auch selber mal anlegen, bei Zillow zum Beispiel. Da kann man sich super Filterkriterien einstellen. Und jedes Mal, wenn ein Objekt diese Filterkriterien trifft, kriegt man instantly, also umgehend, eine Benachrichtigung und kann sich das Haus anschauen, kann alle Steuerunterlagen dazu sehen und kann den Verkäufer anschreiben oder seinem Makler sagen, er soll den Verkäufer anschreiben. Eigentümer, die keinen Makler einschalten wollen, sogenanntes FSBO oder FISBO, also For Sale by Owner, das waren bisher die besten Deals. Man kann mit dem Verkäufer direkt kommunizieren, ohne Makler dazwischen und man kann direkt auf ihn eingehen. Er kann sehen, was sind unsere Schmerzpunkte und da hat man einen viel besseren Draht zueinander, persönlichen Draht zueinander und man kann auf jeden Fall, wenn man möchte, ein Ergebnis finden. Also einer der besten Deals war das. Auch mit Maklern haben wir gute Objekte gefunden. In dem Fall war es von einem anderen Makler ein falsch klassifiziertes Mehrfamilienhaus. Das hat der als Einfamilienhaus im MLS eingestellt.
Wir haben die Benachrichtigung bekommen, da gibt es ein neues Einfamilienhaus. Die Maklerin kannte das Haus, das ist ein Mehrfamilienhaus. Und der einstellende Makler hat sich gewundert, dass keine Angebote kommen. Also Glück muss man haben. Super, ihr habt bis zum Schluss durchgehalten. Vielen Dank dafür. Wenn ihr mehr zu den Themen wissen wollt, lasst mir ein Like da, schreibt mir eure Themenwünsche als Kommentar unter das Video und ganz klar, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.